dachte, wär von ihr. Doch ich wurde dann enttäuscht, denn der Bund will was von mir. Ich hab mir dann gedacht, darauf hab ich keinen Bock. Ich mach mir einen Spaß und versetz ihn einen Schock. Und zwei Wochen später war es dann soweit. Ich ging in ihre Zentrale und ich war schon etwas weit. Seit ich den Brief bekam, hab ich mich nicht gewaschen. Und die Kleidung, die ich trug, stand aus alten Maschen. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund. Klare rot, die Lippen schwarz und die Ohren nicht geputzt. Ging ich dort auf die Toilette und schmierte Aas an den Putz. Wie es sich gehört bei der Personalaufnahme, hab ich mich verweigert und er ließ dort eine Fahne. Und die Hauptuntersuchung, ja, das weiß ich noch genau, war wohl ziemlich eklig für die Nase dieser Frau. Durch die ganzen Übungen fing ich an zu schwitzen. Dem ich gegangen war, muss sie erst mal lüften. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund. Ich mach mir keine Freunde, das weiß ich selber auch. Doch den einen mag ich leiden, den Mitterfahren im dicken Bauch. Sag ich mir nicht viel, er sagte mir nur eins. Es tut mir wirklich leid, sie sind gemustert mit T1. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, ich geh nicht zum Bund. Ich geh nicht zum Bund, nein, ich geh nicht zum Bund.